der letzten Episode. Du bist doch drin, Junge. Ja, ja, komm. Gib das mal her. Das ist ja im Prinzip richtig. Gut. Oh ja, dann machen wir das mal. Ein Fisch. Nice. Junge, dein Skill wächst. Das fasst man ja nicht. Hallo. Gut. Da hat jemand was vergessen. Mhm. Ja, gut, dass wir die am letzten Abend noch gelegt haben. Da habe ich kein Interesse. Ne, wir gehen mal wieder an die Eisfischerkante. Eiskante. Wieso sage ich Eisfischerkante? Wo ist es schon wieder ein Grad wärmer geworden, siehste? Nur noch 41 Mal dasselbe und dem Jungen ist es warm genug. Junge, ich hätte da mal eine interessante Frage. Warum hast du eigentlich den Wolfspelzmantel an? Wolltest du den schonen oder was? Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Episode 36. Wir sind inzwischen in der Quonset. Haben ja auch ein paar Sachen gefunden, das war gar nicht so schlecht. Direkt vor der Quonset liegen Wölfe, die können wir uns jetzt leider nicht kümmern. Wir gehen aber trotzdem erst nochmal raus, wir brauchen mehr Holz. Ach guck mal, die habe ich voll übersehen. Danke für all diejenigen, die mir das hingeschrieben haben. So, weiter geht die Sucherei. Ja, also die liegen hinter dem Haus. Die Wölfe liegen auch sehr schön wieder direkt nebeneinander, das heißt, die können wir dann auch günstig verarbeiten, aber erst wenn halt, ja. Ja, so macht man das. Hiebst du dich auch hoch? Ja. Ist ja der Hammer. Okay. Gut. Wir lüften hier alle Kofferräume. Ja. Okay. Ja, komm mal rauf, Junge. Frau, Mann, was auch immer. Divers, bist du divers, Junge? Nix, gut, alles klar. Ich glaube, da drüben die Häuser sind kaputt. Ich muss ja mal über die Welle schauen. Ich will den Jungen nicht mehr zu viel scheuchen. Er hat heute viel rennen müssen. Wir sehen mich nochmal. Nee, ist nichts, okay. Wir sehen mich nochmal komplett die Eiskante abgegangen. Und ich hab, weiß auch nicht aus welchem Grund, aber wir hatten auf einmal nicht mehr unsere Stachelschuhe und den Wolfspelzmantel an. Deswegen war das so eisig kalt. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe gedacht, naja gut, es ist halt Küstenstraße. Nee, es ist einfach Kleidung nicht angezogen. Gut, zwei Wölfe. Ich denke, viel mehr sind es auch nicht. Da hinten ist ein Haus und hier ist ein Haus. Das da, genau. Die anderen sind alle kaputt. Glaube ich zumindest, oder? Ja, alles klar. Cool. Ja, wir waren natürlich immer noch nicht am Turm, wir waren noch nicht im Bergwerk. Es hat sich nur wir hatten viel Sonnenschein. Das gute Wetter hat sich halt angeboten, da rumzurennen und sich ja, kalt machen zu lassen. Achso, wie war denn das hier? Kaffee. Gut, wir werden wahrscheinlich noch irgendwann die Nachricht dafür bekommen. Ach nee, das war diese weißen Gut-Nachricht. Ja, ja, okay, gut. Die war ein bisschen, schon ein bisschen Verarschtaktik, die Nachricht, weil sie beißen wirklich nicht mehr gut. Okay. Ja, dann machen wir das hier drin, oder? Machen wir das Zeichen weg, Junge. Sie finden das auch gut, dass sie das nicht gefixt haben, weil es ist auf jeden Fall viel wichtiger, dass es das Alpha-Wände richtig justiert sind. Die Kartoffel, die kochen wir noch. Gucken wir mal, wie gut die wird. Und wir gucken dann, wie gut der Junge sie verträgt. Das ist jetzt das Interessanteste an dem Ganzen. So, das wieder der Ausgang. Warte, dann gehen wir erstmal hier rein. Ins Bad. Ah ja, guck mal. Mmh. Ja, total. Stuff, natürlich. So, das war richtig viel Wasser.
Und ich sag mal mehr nicht. Medizinkästchen habe ich nicht übersehen. Okay. Ja. Alles klar. Tja, Junge, du bist heute viel gerannt. Das muss man echt sagen. Was zu essen. Ist hier irgendwas drunter? Nur so ein Kissen, okay. Und wie sieht's hier aus? Da gibt's Streichhölzer, nice. Wir kommen da richtig zu Streichhölzer finden. Inzwischen auch mehr. Das Anglerlager war tatsächlich sehr, sehr mager ausgestattet. Aber hier kommt was gut zusammen. Aber gut, das ist, sag ich mal, auch mit einem größeren Risiko verbunden. Deswegen erwarte ich das auch ein bisschen. Zumindest. Hä? Kannst du bitte aufstehen? Ich bin nur so ein laufender Meter. Ja, dass dich die Wölfe überhaupt entdecken, ja? Wo du doch noch gar nicht so groß bist. Achso, ja, wir müssen bei dem Briefkasten noch vorbeischauen. So, wie sieht's aus? Ja. Da liegt auch nichts. Gut. Ja, das ist halt der Interloper. Da hast du halt dafür dann nicht so viele Wölfe. Die sind zwar giftiger, aber es ist dann ein bisschen ruhiger. Ja, in dem Auto waren wir schon. Ich glaube auch, dass das immer so ist, im Interloper zumindest, wenn hier ein Elch ist, ist da kein Haus. Und andersrum natürlich. Weil jedes Mal, wenn der Elch hier ist, hast du das Haus, also ist zumindest bei mir bisher immer so gewesen, hatte ich das Haus hier nicht. Weil die Sache ist ja die, der Elch blutet ja sowieso nicht aus, das heißt, du musst ja eh niederringen. Da kannst du dich halt dann theoretisch schon hier ganz gut verstecken. Kriegst auch heute mal wieder einen Schlaftee, Junge. Deswegen lasse ich dir jetzt noch ein bisschen das Wasser runtergehen, dass wir das auf jeden Fall genügend Platz haben. Gut. Kommt ja doch was zusammen. So, erstmal das Auto. Das kalte Auto. Ja, kriegst du es hin? Kriegst du es hin? Yes. Halt. Yes. Es ist zwar nur ein bisschen, aber hebt sich hoch. Ah ja, eine Kappe. Eine coole Kappe, Junge. Willst du jetzt aber nicht, okay. Die ist kalt, da hast du recht. Wie ist denn das eigentlich? Minus 2 Grad. Du könntest hier tatsächlich schlafen, lustigerweise. Zumindest wenn der Schlafsack intakt ist. Es hört schon wieder auf zu schneien, echt? Aber es wird wahrscheinlich nicht wieder aufklaren. Okay. Ist nichts drin. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Ich warte auf jeden Fall nochmal mit dem, was wollte ich sagen? Ich warte nochmal mit dem Wölfer auseinandernehmen, weil vielleicht gibt es heute Abend nochmal Sonnenschein. Reichlich Wasser. Und sonst nichts. Ne, sonst nichts. Das ist nur ein Spiegel. Nur ein Schrank. Okay. Wir haben zwar nicht viel Öl, aber das ist wahrscheinlich schon hier sinnvoll eingesetzt. Gut. Zack. Ein Schal. Salzcracker, Junge. Noch eine Sprühdose und ein Buch. Jetzt ist hier nichts zu sehen. Das war schon leer. So, dann schaue ich hier nochmal drunter.
Sieht aber soweit leer aus. Gut. Eine Regenbogenforelle. Nice. Wie ist es jetzt, exzellent oder nicht? Das muss ich halt schon mal entscheiden. Geil, was zu essen. Oh Gott, ist das schwer. Ich will sofort essen. Will er dann auch nichts mehr finden. Ich traue ihm dann auch nicht unbedingt, ob er dann wirklich nichts findet oder einfach nur sagt, nö, 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 ich bin schwer genug, ich finde jetzt nichts mehr, in Anführungsstrichen. Okay. Noch einmal unter die Bank und dann war es das hier. Ne, ist neblig, okay. Dann schnaufen wir mal rüber zur Quonset und laden wieder aus. So, die zwei Stöcke nehmen wir natürlich dabei mit, das ist ja klar. Was sagt gleich der Tag? Oh Gott, es ist noch so viel übrig vom Tag, Junge. Es wird sogar dichter Nebel. Nix. Nix hier, also ich soll das bei dem Fisch loswerden. Ja, 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 ja. Rennen hier so seelenruhig mit der ein Drittel Müffellinie rum. Gut. Und vielleicht kann man schon mal abladen, wo man da ist. Ja, fester Halt. Wahrscheinlich dein fester Halt. So, da ist schon mal ein bisschen was zusammengekommen. Nice. Da gucken wir gerade hier rein. Gut, dann fertiges Essen. Was wir jetzt nicht essen, was haben wir da? Eigentlich nicht so viel. So. Haben wir eigentlich irgendein Rezept mit Tomatensuppe? Ich glaube ja nicht. Oh ja, Wasser. Das haben wir auf jeden Fall genug. Ja gut, du bist halt wieder ausgematscht, deswegen, so, ich schaue nochmal, ob wir wirklich auch alles anhaben. Ja, sieht so aus. Ja, naja. Kann ja schon mal die Dinger da lassen. Ja, das ist mit der Pfanne. Ja, das haben sie leider nicht gefixt, das verstehe ich dann auch nicht. 5%, 5 Stoff. Wir sind warm. Ja, jetzt haben wir erstmal Nebel draus. Warte mal, dann haben wir ja Besseres zu tun. Genau, da haben wir 1 Stunde und 8. Und das Ganze nochmal. So, dann geht die Sonne bald unter und vielleicht gibt es nochmal Sonnenschein. Okay. War auf jeden Fall nichts drin. Ich habe schon gedacht, jetzt schneit es hier drin. Ja. Das Dach ist undicht. Gut, hervorragend. Jetzt haben wir genug Holz dabei. Ja, du kriegst immer nur gerade so ein bisschen was, nur dass du Bescheid weißt. Das wird wahrscheinlich nix. Also jetzt habe ich, warte mal, ich muss noch mal rein. Und zwar, ich sollte ein bisschen Holz dabei haben. Als, ich brauche noch ein bisschen. Falls es doch gerade aufklart. Na. Nein, es schneit. Okay, alles klar. Das Thema hat sich erledigt. Also, beziehungsweise, wir können schon noch ein bisschen draußen bleiben. Dann müssen die halt bis zum nächsten Tag warten. Natürlich. In einer halben Stunde kam der Blizzard. Ja, gut. Aber er kommt in der Nacht. Das ist ganz okay. Ja, deine dissipierende Energie, Junge. Wir könnten eigentlich schon tatsächlich... Was essen wir denn heute? Warte mal, ich schau mal auf den Boden. Wie sieht das aus? Können wir das essen? Ja, können wir essen. Okay, alles klar. Du hast gerade auch kein Wasser.
Wir brauchen 810 Kalorien. Das heißt, du kriegst Salzkräcker und zwei Stängli sind dann 900. Das reicht dann auch wieder nicht für. Ja, da wäre es sinnvoller, die zu essen. Weil dann wir dann nicht so viel verschwenden. Zweimal von denen sind 180. 192, 792. Nee, das reicht nicht. Wir brauchen 810. 750. Genau. Ja, dann machen wir es mal ein bisschen abwechslungsreich. Vielleicht ist das die Lösung. Die klingen eigentlich anders, aber okay. Der Junge weiß das besser. Okay, jetzt erstmal 10 Stunden. Irgendjemand wollte einen Schlaftee ihm geben, hm? Leider nicht. Gut, dann schläfst du dich jetzt einfach erstmal aus, dann soll es auch hell... Nein! Gut, wir haben auch kein Lernbuch dabei, mal davon abgesehen. Okay, alles klar. So, wir schauen mal, was das Wetter sagt. Sonnig, hervorragend. Gut, dann machen wir hier ein Feuerchen. Nein, wir nehmen natürlich die Lupe, das ist ja klar. So, 100%, ab dafür. So, das Feuer tragt man dann gleich rein. Ich denke, mein Stomach is eating itself. Na, komm. Bei einer 100% Chance. So, dann. Ja, hau hier mal schon mal ein paar Stöcke rein. So. Dann nimmst du das mal. Weil dann haben wir auf jeden Fall schon mal genügend Dauer. Das ist übrigens eine richtig gute Fackel, die er geholt. Das ist echt krass. So, gibst einfach mal so einen Schwung und dann, ja. Ja, okay. Wieso mache ich das eigentlich? Ich habe doch genug. Ist auch egal. Na, kommen Sie hin. Schaffst du es? Schaffst du es. Hast es geschafft. Gut, weg damit. So, dann, ja. Halt. Erstmal die Stöcke drauf und dann gibst du mal... Sie gibt immer die Hälfte her. So, machst du hier auf jeden Fall schon mal richtig Dauer rein. Ja, wenn die kaputt sind... Ach so, du kannst sowas gar nicht machen hier. Dann gibt's hier Wasser. Haferbrei. Okay, dann holen wir nämlich von draußen mal ein bisschen Fleisch rein. Was? Zeit bis zum Garpunkt. 13 Minuten, okay. Gut. Das Feuer ist noch an. Minus 17 Grad, echt. Ja, wir sollten das nicht ganz zu kalt machen. Welchen nehmen wir denn? Ist euch wahrscheinlich egal. Ja, erstmal 2 Kilo. Die Därme sind wichtig, die Felle irgendwie auch. Wir müssen natürlich drin weitermachen. Something's gotta go. Ja, das geht hier rein. So, der Haferbrei ist schon mal fertig. Genau. 44 Minuten, das braucht 20 Minuten. Dann lässt ihr mal hier. Bleibt der heiß? Ich hoffe, der bleibt heiß. Ja, ist ein bisschen windig, das gefällt mir nicht. Aber gut, was willst du machen? Dann, wie kalt ist es denn? Minus 10, okay. Gut, was willst du machen? Wie schon gesagt, die Därme sind wichtig. Ja, mach mal hin. Wie viel haben wir noch? Stunde 9, okay. Nice. 16 Minuten bis Garpunkt. Das ist mal fertig. Wasser ist fertig, gut. Okay, Fisch, wie lange braucht der?
28 und das Fleisch braucht natürlich seine Zeit. Gut. Okay. Das schneit es schon wieder. Die sind inzwischen aufgetaut, echt? Ja, das ist identisch, genau. Ich bin zu windig, wenn ich ehrlich bin. Ja, werd fertig, Mensch. Über dieses Rumgesuche. Ach, 9 Millionen Jahre, herzlichen Dank. Und dann dieser feste Halt dazu. So, wie sieht das hier aus? 11 Minuten bis Garpunkt, dann machst du das fertig. Ja, dann musst du erstmal Wasser machen. Machst dich kurz warm. Okay, der ist zu hoch. Da kommt der Gute kaum drum herum. Und trinken. Sekunde. So, eine Bowl später. Was haben wir hier? Oh ja, Maus wieder aktivieren. Jetzt ist die Maus schnapp geschaltet, okay. Warm sind wir jetzt? Wir müssen mal gucken. Das Feuer ist bestimmt aus. Ja, natürlich. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber was willst du machen? Sind wir im Windschatten? Ja, gerade so, okay. Wir müssen da leider noch ran. Wir sind da noch nicht fertig. Wir machen erstmal 2 Kilo. Mal gucken, wie uns das runterzieht. Das scheint aber ganz gut zu funktionieren, okay. Ich kann noch ein 3. Kilo rausholen. Achso, ja, dann okay. Ja, ja, es sind ja nur 6 Minuten, Junge. Das stelle ich mal nicht so an. Na komm, hast du es jetzt. Gut. Ja. Der Wind hat etwas nachgelassen. So, Fisch raus und der Gartewolf. Das hat gerade gepasst. Siedepo. Ja, okay, wir sind ja noch ein bisschen gut. Beziehungsweise, wir müssen uns ja auch aufwärmen. Ich sollte auch mal nach dem Feuer gucken. Es hört sich sehr low an. Ja. Okay, doch so viel. Das wird relativ knapp tatsächlich mit dem Feuer. Okay, komm, machen wir es halt kurz so. Der Wind hat nachgelassen. Dann kümmern wir uns um den Wolf. Also, zuerst die Därme. Gut. Nein, ich hole nicht wieder die Holzkohle raus. Jedes Mal dasselbe. Okay. Hier wird nichts schwer, Junge. Das passt soweit, genau. Dann machst du hier nochmal einen Haferbrei. In der Zwischenzeit kannst du dich ja aufwärmen. So, genau. Dann haben wir wieder, ja, für 2 Kilo haben wir Zeit. Da muss man das halt ein bisschen in Schichten machen. Ach Quatsch. Halt da rein. So. Der Brei ist fertig, das Fleisch noch nicht. Machst du noch rein. So, jetzt ist das Fleisch dran. Warte mal. Was wollte ich eigentlich? Ach so, ja. Den Haferbrei rausschmeißen. Gut. Gut, dass ich weiß, was ich tue. Erst Messer präsentieren, dann rumspielen und wieder rennen in den Wolf. Gut. Und da kommt der Wind dazu. Hat aber gut funktioniert. Gut, das ist beides fertig. Sehr schön. Halt. Genau.
Okay, dann kommt. Stellst du dich echt auf die Teller drauf? Ja, tatsächlich. Junge, Junge, krasses Windchen. So, 40 Minuten. Haben wir irgendwas was in der Zwischenzeit, was wir tun können? Ja, eigentlich nicht. Ja, naja. Nicht ganz 40 Minuten. Mal gucken, ob da wirklich nichts drunter ist. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Leider nicht. Ja, wir haben halt nichts. Warte mal, war ich da dran? Ja. Ja, das wird knapp. Die Kohlen nur im Notfall, aber ich denke, wir kommen auch so rum. Genau. Too much stuff to carry. Ja, ja, schon. Ne, warte mal. Wir machen mal hier den Wolf. Und hier nochmal Haferbrei. Bereiten da so viel wie möglich vor. Genau. Es ist wieder sonnig. Und stürmisch. Ja, hier halt ein Feuerchen dazwischen. Da würde man ganz weit kommen. Jetzt muss man bei dem Jungen hier öfter checken, ob das wirklich nicht eventuell wieder was ausgezogen wurde. Komm, gib's her. Es ist und bleibt einfach stürmisch. Heute bist du aber nicht so viel gerannt, Junge. Komm, da drüben sind auch noch mehr Stöcke. Doch, ich bin mir da sehr sicher, Junge. Wie lang war das, was du hier für eine Palette brauchst, für so einen Stapel? 2,36. Oder 2 Stunden im Prinzip. 2 bis 2,5 Stunden. Je nach Größe. So, ich lasse mich nochmal reinschauen. Hier haben wir nur noch 0,8 und hier ist noch die Haut drin. Okay. Ja, ich denke aber, wir brauchen da nicht so viel davon. Letzten Endes wachsen die ja auch nach. Hä? Was zum? Na gut, zumindest der ist fertig. Wochenpause, echt. Der Wind kommt gerade günstig. Weißt du was? Unter den Umständen machen wir das gerade hier. Wir haben doch genügend Stöcke. Und Zunder. Und Lupe. Dann versuchen wir unser Glück. Komm schon. Na. Turned out pretty well. Gut, wie viel brauchen wir denn? Gar nicht so extrem viel. Ja, ja, schon. Das müsste aber eigentlich funktionieren. Oh, konntest du nichts mehr
Na komm, minus 3, minus 2. Und? Yes. Gut. Also, vielleicht sollte man das nicht ganz so knapp kalkulieren. Gib mir mal 2 mehr, so. Bisschen großzügig kann man da schon sein. Ach komm. Das sind 18 Minuten? Nee. So, 37 Minuten. Wir brauchen wie lange hier? Sehr lange. Ja, das machen wir hier schon. 24. Reichlich, okay. Das müsste reichen. Das machen wir jetzt mit dem Beil. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Ja, ja, komm. So, nimmst du das mal mit. Nice, wie wir einfach keine Streichhölzer verbrauchen. Das ist der Hammer. Okay, nein, ich nehme das jetzt nicht nochmal. Gib mir mal einen Stock. Ja. Ach stimmt, wir haben ja ein Lernbuch. Hat das nicht geklappt, echt? Oh, wir haben kein Zunder mehr. Halt, du sollst mir einen Stock geben. Du machst doch gar nichts. Oder sagst du es zu mir? Mensch, wähl endlich aus. Du hast recht, die Fackel hält ja auch nicht ewig. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, nee, das fängt jetzt nochmal von vorne an. Gut. Ja, das wurde auch nicht gefixt. Dass man das mit der Return- oder Enter-Taste machen kann. Gib mir mal einen Liter. Ja, für nachts werden wir dann auch nochmal Wasser aufsetzen, wenn wir dann schlafen gehen. Da ist es schon mal gar nicht so schlecht, dass wir da... Okay, lass mich nochmal die Tür suchen. Die Fackeln sind noch nicht fertig, echt. Na komm noch raus. Ich will ja nicht nur stehen mit der Fackel in der Hand. Die werden wir natürlich auseinandernehmen, das ist klar. Fertig. So. Der letzte Wolf. So, wie sieht's aus mit Birkenrind? Haben wir noch genug? Prozent ist aber sowieso kein Problem. Aber du kannst eh noch nicht ins Bett. Du brauchst immer ein Viertelliter. Okay, alles klar. Yes. Und Haferbrei. So, das war's mit dem Wolf. Das war's mit dem Haferbrei. Kann ich den letzten jetzt noch machen oder funktioniert das immer noch? Funktioniert immer noch nicht, okay. Das ist blöd. Ja, die Sache ist nämlich die... Wir haben hier noch 0,1 Gramm, ja. Aber wir können es nicht verwenden. Weil das Problem ist, dass 0,1 Gramm leider keine 0,1 Gramm sind. Hm. Das sind halt andere 0,1 Gramm. Achso, wir haben noch eine Kartoffel hier. Stimmt, und das könntest... Das Hundefutter wärmst du nicht auf, okay. Ja, dann machen wir mal die Kartoffel rein. Das geht zum Glück relativ schnell. So. Yes. Wie sieht denn das eigentlich skilltechnisch aus? Hm, das ist immer noch ein Stückchen weg. So wird das noch nichts. Ja, die will ich auch nicht essen. Selbst wenn sie warm ist, will ich sie nicht essen. Wie ist denn das eigentlich? Ja, okay, ist weißer. Weiß ist heiß. Heißes Weiß. Genau. Ja, okay. mach das mal fertig. Gut. Ha. Was machen wir, wie machen wir das am geschicktesten? Das passt noch nicht. Okay. Dann machen wir jetzt einfach
jede Menge Wasser erstmal, also hier auch 2 Liter, und ziehen erstmal den Ofen ein bisschen hoch. Dann machst du gleich noch einen, dann machen wir das nämlich erstmal fertig. Genau, und dann machst du in jedem 1 Liter. Weißt du, was? 48 Minuten. Das passt also perfekt. Was ist das denn? Eine kaputte Fackel. Ja, okay. Warte, das können wir noch machen. Ich nehme mal die Fackeln auseinander. Ja, genau. Ne, warte mal, die 41 behalten wir. Okay, alles klar. Dann füllen wir das nochmal wieder auf. Ja, das ist halt durch den einen Fisch gekommen. Okay, also. Der schwebt echt. Und wenn du da noch mehr davon... Kommst du da überhaupt hoch? Du kommst da hoch, Gott. Und wenn du da jetzt noch einen ablegst. Ah, okay. Dann kommst du da auch hoch. Gut. Halt. Nicht runterfallen. Nein, nicht runterfallen. Nein. Yes. Warte mal. Machen wir einen Schritt zurück. Genau. Ah, ist jetzt auf dieselbe Ebene. Okay. Und den da? Ist drunter gefallen. Ja. So, apropos. Bevor du umfällst. 540. Was gibt denn so einer? 420, okay, dann isst du so ein und Stängli. Ne, du isst, kriegst die Kartoffel. So machen wir das. Die ist nämlich auch noch bei 50% und was übrig ist, verlernen wir. Genau, habe ich das Buch an uns? Ne, habe ich nicht. Das liegt also irgendwo rum. Gut, jetzt wird erstmal geschlafen. Gute Nacht. Temperatur steigt. Ich glaube nicht. Trinkwasser wird. Genau, da ist das Buch und du trinkst erstmal und dann... Ne, ist nur 1 Stunde, okay. Alles klar, dann ist halt nur 1 Stunde. I could eat anything right now. Aber wir kommen damit dem Level 5 näher. Zwar nur in Mini-Schrittchen, aber hey. Naja gut, ein paar Wölfe noch und dann sind wir da auch drauf. Oder wahlweise 40 Stunden angeln. Das geht natürlich auch. Okay. Genau, die Därme sind hier gut dabei. Warte mal. Erstmal das Wasser raus. Das ist viel zu viel. Was macht uns sonst noch so schwer? Achso, das ganze Holz natürlich. Stöcke bleiben hier und hier halt. Hier kommt dann das Altholz rein. Sehr schön. Da mal auf jeden Fall was vorrätig. Ja, das ist jetzt echt blöd. Aber das ist auch in meiner... Ja, ich wollte ja in Hinterland was schreiben. Hab ich ja noch nicht gemacht, halt. Und weil dann auch... Ich wollte es dann am Freitag, wollte ich es eigentlich machen. Nach der Arbeit direkt, bevor ich aufnehme. Aber da kam am Donnerstag, oder war das schon am Mittwoch, das Update raus. Naja. So, da haben wir das nochmal am Tag. Die Treppe. Da ist nichts drin. Was ist hier alles drin? Kaputter Pfeil. Okay, die Dose, warte mal. Die packen wir mal dahin. Okay, raus aus dem Haus. Nebel, alles klar. Nur sicherstellen. Okay, ich würde... Ja, das sind jetzt um die Wölfe, die Krähen. Okay, es ist ja wie immer kalt. Der Hirsch da vorne. Something to eat. Wie war denn das? Gab es da nicht da oben irgendwo in so eine Absturzstelle oder sowas? Hallo. Da irgendwie so den Hang hoch oder was war das, was es da oben gab? Achso, ne, das sind nur die Fußabdrücke. Doch, da ist irgendwas zu sehen, aber ich weiß nicht, ob das auch im Interloper was zum Durchsuchen gibt. Wir gucken mal nach. Nehmen. Ja, hier ist da oben ein Flugzeug. Das stimmt nicht, Junge. Das ist ein Zugkrähen, okay.
Okay, kommen Sie mal hoch. Socken, sehr schön. Naja, die Handschuhe brauche ich eher nicht. Warte mal, wir gehen erstmal vorne rein. Da ist nichts. Ja, das ist auch... Zurückfall. Ist auch erstmal egal, Junge. Das interessiert hier nicht wirklich jemanden. Okay, hinten scheint auch leer zu sein, würde ich sagen. Ja, den Koffer haben wir, genau. Da ist nicht weiter was zu durchsuchen. Ansonsten ist hier noch ein Rucksack. Und es beginnt zu schneien. Na, immerhin. Achso, kannst du dich auch gleich anziehen. Genau, das ist ja super. Warte mal. Die geben auch nur ein halbes Grad. Ach, na toll. Ja gut, aber ein halbes Grad, das muss man sich halt dann überlegen, ob das Sinn macht. Ich denke, es macht trotzdem keinen Sinn. Wieso rennst du so, als hätten wir 40 Kilo, Junge? Ja, ja, ich wollte eigentlich den Stock nehmen. Es ist schon wieder zu kalt. Gut, soweit ich das weiß, müsste ja da vorne ein Container sein. Den peile ich jetzt mal an. Es könnte auch sein, dass es jetzt einen Blizzard gibt, weil der letzte ist... Wir hatten, glaube ich, am letzten Tag gar keinen. Dann ist jetzt wieder einer fällig. Es gibt nicht zwei Tage hintereinander keinen Blizzard. Also das ist... nee, vergiss es. Nicht mit der Quote, die der Junge hat. Mal hier oben. Da unten ist schon wieder ein Wolf, echt. Du wirst die Viecher nicht los. Der ist erst da vorne, richtig. Da ist nämlich der Aufstieg. Da gehen wir aber nicht hin. Also das werden wir gar nicht schaffen, sag ich mal so. Das ist hier denn die stille Lichtung, richtig? Früher konnten hier aber Schösslinge sein, aber es kann sein, dass das auch nicht mehr Thema ist. Und dann machen wir hier weiter. Gut, da vorne muss aber dann irgendwann kommen, der Kontakt. Ja, ich weiß, wir müssen uns schon wieder aufwärmen. Der Junge ist schon wieder völlig am Ende. Ja, zumindest sein Auge und die Tageszeit sind schon mal synchron. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt ist nur die Frage, stoßen wir auf einen Bären oder tun wir das nicht? Sieht aber auch aus, als wäre der Bär hier schon zugange gewesen. Nö, es scheint keiner da zu sein, okay. Gut, Leute. In der nächsten Folge, klar, gehen wir erstmal durch den Container. Wir werden uns aufwärmen. Tendenziell aber wieder zurückgehen in den Ort. Da unten gibt es ja schon wieder einen Wolf. Das heißt, wir müssen schon wieder aufräumen. Weil ich will den Jungen auf Level 5 pushen. Und vielleicht funktioniert das am besten hier in dem Örtchen. Keine Ahnung. Vielleicht kommt da noch der Bär vorbei. Wir sollten vielleicht noch mal gucken, falls wir nicht irgendwie auf ihn stoßen, ob wir seine Höhle mal anvisieren und mal gucken, ob er da ist. Generell. Wobei der Kandidat auch gerne Richtung der Hütten unter dem Turm geht. Keine Ahnung. Das finden wir raus. Alles klar. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.